Hallo Sportsfreunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von FIFA 14. Ja. Ja, nach den letzten Spielen mit den 2:0 gegen Union Berlin, da war ja wirklich hier irgendwas kaputt in der Mannschaft. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal gerade auf die Siege unserer Mannschaft. Wir haben zurzeit 3 Siege, okay. 5 Unentschieden, 3 Niederlagen, 10 Tore dafür, 5 Tore geschossen und 6 Gegentore. Bin gerade in der Zeile verrutscht, sorry. Ist mittelmäßig, deswegen sind wir ja plus 11. Da muss was geschehen in Köln irgendwie. Sonst wird es hier zur Fließbandarbeit und wir spielen gegen Erzgebirge Aue. Das ist doch eigentlich sehr machbar. Aber natürlich dürfen wir die Falschen natürlich nicht unterschätzen. Das ist ja völlig klar eigentlich. Okay. Haben wir nichts mehr. Weiter. Was? Der 1. FC Köln-Vorstand würde sich freuen, sie im Verein. Vertrag aufgelöst? Willst du mich verarschen? Alter! Ich bin rausgeflogen, warum das denn? Alter, ernsthaft? Was ist das? Alter, ich komme in die Aufnahme. Ja, fix raus erstmal. Na klar, Rätselrack. Ach, Alter, was ist denn hier los? Ja, unterschreiben, scheiße. Ich unterschreib das nicht! So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir hingehen. Bielefeld, ach du Scheiße. Cottbus, Dynamo Dresden, da haben wir eine Mannschaft. Aue, Paderborn, Sandhausen, Frankfurt. Ja. Scheiße. Kacke. Was machen wir denn jetzt? Dresden war natürlich auch ein Wunsch von den, ne? Die Umfrage, die wir auf Facebook gestellt haben. Bielefeld war natürlich auch geil, aber Cottbus ist halt die stärkere Mannschaft, aber Dresden, Aue, VfR Aalen, Karlsruhe, Paderborn, Sandhausen, Frankfurt. Liga-Position 13. Ich guck mal gerade wegen der Liga-Position 8. Okay, das ist ganz gut. Paderborn 14, das ist nicht gut. 17, 15, 7. Dresden, das ist ganz gut. Okay, das ist nicht gut. Bielefeld 15. Kacke. Die Wahl liegt zwischen Dresden und Paderborn, glaube ich. Ja, das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Das ist natürlich jetzt ein Schock erstmal für mich. Alter, warum bin ich rausgeflogen? Das darf nicht wahr sein. Ich war doch gut. Haha, das war gut, Rätsack. Scheiße. Frankfurt ist aber auch nicht schlecht, aber halt bei FIFA weiß ich nicht. Ich glaube, ich wechsle zu Paderborn. Dresden, sind zwar gut, es war auch eine Wahl aus Facebook, aber eigentlich, obere Tabellenhälfte, Gehalt 5000, wie war Dresden, auch 5000, komm, wir wechseln zu Paderborn, es ist jetzt die Entscheidung, wir gehen zu Paderborn. Unser neuer Verein heißt Paderborn. Neue Chance für Rätselrack. Ach du Scheiße, Alter. Scheiße. So, wir sind natürlich noch mitten in der Saison. Das steht natürlich fest. So, mal gucken, gegen wen wir jetzt spielen werden.
gleich am Anfang der Saison. Ich guck mal nochmal Teammanagement, was wir da noch ein bisschen reißen können in den Kader. Na super, Brückner verletzt. Ah, oh, die haben eine gute, eigentlich eine gute Mannschaft. Franjic, den könnte ich eigentlich reinbringen, theoretisch, aber ich mach das mal, ich gehe mal auf Risiko. Ich wechsle hier mal ein bisschen um, ne? Versteht ihr wahrscheinlich gerade. 62, 67, müssen wir nochmal gucken. Amedic, das ist eigentlich auch gut. So, ich glaube, ich nehme da Krösche raus erstmal. Na, hallo Amedic. Warum geht denn das jetzt nicht? So, jetzt Krösche mal raus, okay. Der hat auch rot gesehen, ach du Scheiße. So, und sonst Einwechslung eigentlich alles Paletti. Das müsste es eigentlich erstmal sein, okay. Doch, das müsste es erstmal sein. Okay, da speichern wir. Zack, gespeichert. Okay. Ja, ist jetzt völlig neu für mich, jetzt bei Paderborn anzufangen. Jetzt ist nützt ja nichts. Ich will jetzt nicht neue Karriere anfangen. Wir spielen gegen Cottbus. Spielen wir dann zu Hause? Es wäre natürlich ein guter Einstand, zu Hause gleich zu gewinnen. Den Assistenten delegieren. Was machen wir mal? Wir spielen auswärts. Ha, ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich glaube, da geht die Folge ein bisschen länger heute. So, wir spielen in Schwarz-Blau und Cottbus spielt in Rot, denke ich mal. Mal kurz die FPS-Zahlen ändern. So. Teammanagement, sind sie alle fit? Sind sie alle fit? Schalten wir rein. Ja, sind alle fit, okay. Das könnte gut gehen. Könnte aber auch schief gehen, unser Einstand. Als Trainer. Sind rausgeflogen einfach bei Köln. Alter, diese Drecksäcke, wenn ich die sehe. So, ich glaube, haben wir gegen Köln schon gespielt. Also gegen Paderborn, wo wir Köln waren. Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir haben gegen Paderborn schon gespielt. Scheiße. Das war täuscht gut gewesen. Hätten wir die jetzt ein bisschen verarschen können. Wenn wir gesiegt hätten gegen die, ist natürlich immer gut. Ach komm, ich lass das mal. So, 8 Minuten haben wir gerade. Wir sind nicht mal im Spiel. Scheiße. So, okay, unser Einstand bei Paderborn läuft im regnerischen Wetter ab. Ich hoffe doch sehr, dass wir jetzt ein bisschen den Schwung haben. Und nicht als Verlierer dastehen. So, Einwurf für unsere Jungs. Jetzt müssen wir Paderborner sagen zu uns. Als echter Paderborner. So, okay. Vielleicht gibt es ja welche von meinen Abonnenten, die aus Paderborn kommen. Ich weiß es nicht. Wenn ja, sage ich herzlichen Glückwunsch. Okay, sind noch ein bisschen zu ängstlich da hinten, sehe ich gerade. Ich habe die noch nicht so richtig in Konter gesehen, jetzt vielleicht mal. Wow. Okay, das war eine Art Konter und sind gescheitert. Alter, das war ein geiler Pass. Da kam sogar an meinen Schwede, Alter. Nicht alter Schwede, sondern meiner Schwede. So, Abwurf, komm. So, in strömenden Regen, oh, nur hier, ach du Scheiße. Ich hasse Regen. Egal, wenn es bei Minecraft ist oder allgemein Regen. Außer nachts, wenn es regnet, kann man eigentlich bei Regen gut einschlafen. Ich zumindest kann bei Regen sehr gut einschlafen. Ah, oh, na gut, das ist ja jetzt nicht Thema. Wir reden ja nicht über Themen, das machen wir ja in Minecraft. Und nicht in FIFA Let's Play.
Wäre auch eine interessante Möglichkeit, aber ich glaube, das lasse ich mal lieber. Ich glaube, wir konzentrieren uns mal mehr auf das Spielen, weil hast ja gesehen, wir sind gefeuert worden von 1. FC Köln. So schnell kann es gehen. Im Fußballleben. Als Trainer. Na gut. Wir nehmen die Aufgabe mit neuer Erfahrung an bei Paderborn. Und hoffen doch sehr, dass wir die nach oben führen können. So, Hauptsache, wir spielen kein 0-0, wie es gerade aussieht danach. Ach, am Ende lande ich noch irgendwo in England in der Coca-Cola League. Scheiße. Ach, das ist doch nicht wahr. Ich habe das Gefühl, FIFA 14 liegt mir einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Die anderen FIFAs haben mir immer gelegen. Liegt vielleicht daran, dass ich erstmal aufnehme mit FIFA. Hatte ich ja vorher gar nicht, das mit den Let's Playen und alles. Ist ja auch was komplett Neues für mich. Aber die Erfahrung tut mir gut, das kann man sagen. Mir macht's auch unheimlich Spaß. Auch wenn es manchmal Scheißmomente gibt, aber naja, da musst du durch. Das nützt ja alles nichts. Lange du den Tag überlebst, geht das ja alles. So, Angriff Paderborn. Okay. Ah, kann man nicht ran. War aber eine gute Möglichkeit. So, Cottbus war 16er, oder? Waren die... Ah, Alter, willst du mich verarschen? Und so, ein Ball kommt natürlich wieder an. Das darf doch nicht wahr sein. Ich krieg einen Vogel. Das darf da alles nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht. Auch mit Paderborn schaffen wir es nicht, einen guten Einstand zu machen bei Paderborn. Ach, Alter, Mann. Ist ja schon irgendwo ärgerlich. Aber ich will doch nicht auf Halbprofi schalten, Alter. Ich bin auf Profi trainiert. Ich schwöre, ich bin Profi in FIFA eigentlich. Ich spiele FIFA wie kein anderer und ich kack hier ab. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe immer gewonnen. Na gut, nicht immer, aber die meisten Siege halt und nicht gefeuert und nix da. Und beim Let's Play passiert mir wieder diese Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Eieieiei. Ich glaube, ich bleib da lieber bei Minecraft. Ach, Mann. So, naja, gut. Wir geben aber trotzdem nicht auf. Wir sind Rätsrack, wir geben nicht auf. So, auch wenn wir gerade wieder grottenschlecht spielen. Ah, da musst du durch. Das nützt ja alles nichts. Alter, die blocken aber wieder, ey. Das gibt's doch gar nicht. Muss viel passen, muss einfach unbedingt viel passen. Und außerdem dürfen die Bälle nicht verhungern so leicht, wie sie bei uns immer gerne machen. So, nächste Chance. Ah, das war gut gespielt, das war sehr, sehr gut gespielt, aber am Ende hat es leider Gottes nicht geklappt. Schade. Naja. Dann ist es halt so.
Ach, Alter. Jetzt gib mir die Ball. Jetzt gib mir den Ball. Gib mir die scheiß Mumpel. Ich kann jetzt nicht an den Regenwetter liegen, Alter. Das gibt's einfach nicht. So, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich gerade konzentriere. Alter, jetzt kackt den Ball da hinten raus. Das darf doch nicht wahr sein. Wie grottenschlecht seid denn ihr? Ah! Ich glaube, ich werde Fallprofi schalten. Es hat keinen Sinn, aber ich will ja nicht mit Niederlagen leben. Ich will ja nicht mit Niederlagen durchs Let's Play gehen. Tut mir leid, Freunde. Ja, ist natürlich ein Scheißerlebnis, aber das kann nicht weitergehen. Alter, die machen hier einen Haken nach dem anderen. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch nicht so gut sein, dass Profi so gut bei FIFA 14 eingestellt ist, Alter. Bei FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, was ich hab, das ist es doch auch nicht so. Ich verstehe das nicht. Und ich lüge diesmal nicht. So. Na komm. Das ist doch nicht wahr. Nee, das hat keinen Sinn, Freunde. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Das darf doch nicht wahr sein, Mann! Das ist doch nicht wahr! Das ist nur noch sinnloses Gehacke. Das darf nicht wahr sein, dass sie sowas eingebaut haben bei FIFA. Das gibt's doch gar nicht. Spielende 1-0 vor und wer hätte das gedacht? Ach, Alter, das ist doch scheiße. Nee, wir müssen halt probieren. Es tut mir leid, Freunde, aber so kann das nicht weitergehen. Wir können nicht von Niederlagen leben und hier irgendwann in der Coca-Cola-Liga anlanden. Bei England, Alter. Wir wollen doch aufsteigen. Wir wollen doch Bundesliga-reif sein. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, Freunde, ich mache erstmal eine Aufnahmepause, derweil ändere ich mal hier die Spieleinstellung auf Halbprofi und dann sehen wir uns wieder vielleicht im nächsten Part bei FIFA 14 hoffentlich dann auch mit einem Sieg. Wir werden sehen. Bis dann, Freunde. Scheiße.